Auf zum Turnier. Ja, die Hauptrunde beginnt und dann kommt wahrscheinlich noch so eine Finalrunde. Bist du für den Hauptkampf bereit? Na gut. Bitte wählen die Mitglieder. Na, überlege ich jetzt nicht lange. So. Schluss, aus, Ende. Ich würde sagen, den ersten Kampf starten wir mit Kakashi, den zweiten mit Naruto und den Finalkampf mit Minato, weil Minato unser Hauptcharakter ist.予選を通過した者たちが再び いよいよ始まります。本戦開始。 Yeah, Tsunade ist auch schon dabei. Einer der Hokage in D-Rang. Einer der Kage, besser gesagt. So. Kakashi ist Nummer 1. Naruto Nummer 2, Minato ist Nummer 3. Ninja-Werkzeuge bearbeiten. Wir haben nur noch eins, das hier können wir nicht nutzen, weil es sowieso kein Leben gibt. Ist mir jetzt auch endlich klar geworden. Ja komm, es reicht. So, Kampf beginnen, los. Ist ja nur D-Rang, das schaffen wir auch alle so. Da brauchen wir keine Hilfe oder so. Sentou Kaishi! Alles klar. Boah, schlimm. やりますね。 Nein, warum gehen denn alle auf mich? Haut mal ab hier! Ich muss auf Sakura gehen. Der hat zu viel. Zu viele Kugeln. So, die Raya will auch ein bisschen was. Sakura hat immer noch zu viel, ich sehe es. Ja, wenigstens das noch geschafft. Ihr ein paar Punkte noch abgezogen. So. Naruto ist dran. Ich mag das Team so. Ja, Naruto so. Minato, Kakashi, ist okay. Sentou Kaishi! Battle Totsunyu! Sa, chumoku shimasho! Seid ihr? Alle gehen auf mich! So, Tsunade muss mal weg hier. Es reicht jetzt. So. So. Ich
Sei muss weg. Der hat zu viele Punkte. Viel zu viele Punkte, meiner Meinung nach. Gut, Sai wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber okay. Das gibt's doch nicht! Zu Nabel! So. Ha, den konnten wir auch noch ein bisschen was abziehen. Nächster Kampf bitte. Wir haben fast D vollkommen geschafft. Wenn nicht noch ein Finalkampf kommt. Aber dann hätten wir es trotzdem fast geschafft. Los geht's. Minato. Oh, Yamato hat am meisten. Ja, Orochimaru kommt mir langsam, aber sicher zu nah. So. Orochimaru nervt. Hä? Warum wird er aufzuschlagen? So, die stand mir im Weg. Schade. Dachte, ich schaff noch einen. Also ich dachte, ich schaffe noch einmal zu treffen, aber naja, wir haben trotzdem gewonnen. Und das allein zählt. Das war schon das ganze deren Turnier. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein Finalkampf. Charakter, der vierte Kasekage, Wiederbelebung, Zubehör, Kira-Puppe, wir nehmen natürlich den Charakter. Okay, ja. Yes! So, ich dachte jetzt, das geht noch ein bisschen länger. これまで解説を行ってくださった資格さん、本大会の感想を簡単にお願いします。そうですね。優勝者は他を寄せつけず圧倒的な力の差を見せつけました。正直このレベルのものは総出てこないと思います。感服です。なるほど。どうもありがとうございました。この忍海舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。 そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。
この大会を通し、忍海全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。Welche Kommentare? Er hat kaum was gesagt. ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角。そして実況は私、しずねと。まぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍海舞踏祭、これにて終幕です。それでは、皆様、また会う日まで。さようなら。Ende für den D-Rang, und aber trotzdem auch für uns. Wir wollten ja nur mal reinschnuppern. So. Wir gucken jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auf dem Grundstück hier um. Vielleicht finden wir noch eine Nebenmission, auch wenn es komplett unnötig ist. Egal. Eine Trophäe, D-Rang geschafft. Yeah. So, besten ist Glückwunsch zum Abschluss des D-Rangs im Ninja-Weltturnier. Es gibt aber noch weitere höhere Ränge im Ninja-Weltturnier. Wähle noch einmal den Ninja-Weltturnier-Modus, um ein neues Ninja-Weltturnier zu bestreiten. Ja, nein. Für privat so, ja, aber jetzt fürs Let's Play ist es wohl vorbei. So, und das wollte ich. So, die Mecha-Naruto-Story wurde ein weiteres Ninja, bla bla bla. Wir können jetzt die Mecha-Naruto-Story spielen und das machen wir jetzt auch. Neues Spiel, los geht's. Mecha-Naruto. Oder Mecha-Naruto. Das ist die Story für dieses Spiel, was wir unbedingt spielen müssen. Das wird euer ganzes Leben verändern. Es wird einfach atemberaubend. Musik ist schon da, aber wir sind noch im Ladebildschirm. Ach, jetzt geht's los. Ja, wir müssen wieder selbst reden. Ah. Hier, deine Anmeldung ist fertig. Das Turnier ist in drei Abschnitte unterteilt. In der Vorrunde, den Hauptkampf und die Endrunde. Siehst du, und die Endrunde, die hatten wir nicht im D-Rang. In der Vorrunde kämpft ihr zuerst als Drei-Personen-Teams, in der Hauptrunde dann als Zwei-Personen-Teams. Die zwei Kämpfer, die den Hauptkampf überstehen, treten dann in der Endrunde den Titel des Allerbesten an. Die Endrunde, ja, haha. Achso, das sagt Naruto. Die Endrunde, ja, haha, jetzt wird's aufregend. Wie auch immer, zuerst musst du dein Team für die Teilnehmer an der Vorrunde vorbereiten. Auf Wiedersehen. Los. Na dann, die Anmeldung ist fertig. Jetzt sollte ich lieber trainieren und Mitglieder für mein Team auftreiben. Den Rest überlasse ich dir. Hä? Jetzt beeil dich schon. Schließlich wollen wir die Anmeldung zum Turnier nicht verpassen. Na gut. Ich muss mich beeilen. Was macht sie denn bloß? Oh, es ist Hinata. Willkommen bei der Mecha-Naruto-Story. In der Mecha-Naruto-Story wird eine neue Geschichte rund um Naruto und Mecha-Naruto erzählt. Nimm es mit den verschiedenen Kampfkonfigurationen, Turnierteilnehmern und weiteren Herausforderungen dieses Ninja-Weltturniers auf und erringe den Gesamtsieg. Deine Ninja-Werkzeuge aus dem Ninja-Weltturnier kannst du nicht in die Mecha-Naruto-Story mitnehmen. Mitnehmen kannst du dagegen deine Geldmittel, das heißt, du kannst, wenn dein Geld knapp ist, in einen anderen Modus schalten, um mehr zu bekommen. Oh, hallo Naruto! Hallo, was machst du denn hier? Und hab ich hier nicht auch Kiba gesehen? Da gab es ganz überraschend eine Mission und... Eine Mission? Oh, nichts, was irgendwie gefährlich wäre. Es geht nur um eine Auslieferung. Oh, na dann ist ja alles in Ordnung. Ja, aber ich muss mich beeilen, sonst bin ich zum Turnier nicht rechtzeitig wieder da. Ich muss dann mal los. Ja, und wohin gehst du denn? Achso, wohin geht denn die Auslieferung? Hä? Nicht hä, wohin? Die Adresse, du musst dich doch mit der Auslieferung beeilen, oder? Ja, aber willst du mich vielleicht begleiten, Naruto? Klar, dich damit allein zu lassen erscheint mir riskant. Ja, wegen der Auslieferung. Aber wenn ich nicht mitkommen soll, ist das auch in Ordnung. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Oh, schon gut, dann wollen wir mal, ja? Und wohin müssen wir denn nun? Auf die Festinsel. Die Festinsel? Wir müssen auf die Festinsel. Aha, und dann kommt die Geschichte, beginnt dann also mit Mecha-Naruto.
bin ganz ehrlich, ich hoffe, die dauert nicht so lange. Sieht gut aus, gut gemacht. Vielen Dank, wir sind dann wieder weg. Du hast also etwas geliefert bekommen? Ja, und ich war erst bei dir. Hast du nicht mit einer Expedition die Auswirkungen des Erdbebens erforscht? Ja, hab ich. Es war nur ein kleines Erdbeben, aber wir wollten nicht, dass es deswegen Todesopfer gibt. Und was hast du herausgefunden? Da waren ein paar Spalten im Boden, aber nichts Besonderes. Das Turnier kann wohl wie geplant stattfinden. Gut zu hören. Oh hey, wenn wir schon davon sprechen, hast du was vom Preis für das Turnier gehört? Ja, ich war ziemlich überrascht. Offenbar kriegt man als Preis dieses Ding, das auf der Insel gefunden wurde. Dieses Ding. Also, damit wäre diese Mission dann wohl erledigt, denke ich. Ja. Das ist also die Festinsel. Ja, wir halten hier das Turnier ab. Von Beginn des Turniers darf man sich hier nicht aufhalten, aber wegen unserer Mission haben wir eine Sondererlaubnis. Danke für deine Hilfe heute, Naruto. Wir sollten ins Dorf zurückgehen und uns auf das Turnier vorbereiten. Hey, warte doch, Hinata. Wenn wir schon hier sind, wollen wir uns da nicht mal umsehen? Aber eigentlich sollten wir uns überhaupt nicht auf der Insel aufhalten. Ach, keine Sorge. Wir sind ja in 0, nichts wieder weg. Aber... Hey, ich hoffe, wir entdecken ein paar spannende Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, was wir entdecken. Okay, wir sind Naruto. Wie wir ihn alle kennen und lieben. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Oh hey, ein Berg. Oh hey, ein Typ. Oh hey, ein Nest. Ich laufe auf den Berg. Oh hey, Sachen. Oh hey, da oben ist ein Nest. Hallo, kann ich das nicht... Hä? Na geht doch. Nein, ich bin runtergefallen. Egal. Ui, wie schön das hier aussieht. Das ist also die komplette Festinsel, die wir ja im Turnier nicht komplett erkunden konnten, weil wir nur auf dem D-Rang waren. Hier ist nichts. Naja, ich hätte man sich ja auch denken können. Also kehren wir nach Konoha zurück. Wir müssen uns sowieso noch für das Turnier fertig machen. Naruto, was das angeht? Du nimmst doch auch teil, oder? Also, ich werde mich auch anmelden und... wenn du magst, dürfte ich mit dir zusammen? Aber klar doch, bilden wir ein Team. Bist du sicher? Los. Ganz sicher, Hinata und ich... Wir mischen das Turnier zusammen auf. Auf geht's! Na gut. Super, schnell zurück ins Dorf, damit wir... Oh nein. Hä? Hast du auch so ein komisches Geräusch gehört? Ja, was das wohl gewesen ist? Es scheint von da vorn zu kommen. Sehen wir mal nach. Ich muss lachen. Boah, ich krieg diese Stimme nicht mehr auf die Reihe. Und dann hört sie sich auch noch verdammt verkackt an, aber egal. So, wo kam denn dieses verkackte Geräusch jetzt her? Naruto, クグツでもないし。なんというか、ナルト君に似てる感じがするね。それ。いやいやいやいや、どう見ても俺の方がかっこいいだろう。こんな変なやつより。チョック確認。緊急起動スイッチオン。メカナルト起動。え？ なんだ、なんだ。俺にはメカナルトという名前がある。しゃべった。動いた。って、メカナルトだ。ナルトは俺だ。勝手に人の名前使ってんじゃねえぞ。
お前が真似したんだろ、バカ。してねえよ。つか、なんだこいつ。すんげえ口悪いぞ。まあ、なると君も、メカなると君も落ち着いてね。喧嘩はダメだよ。せっかくいい名前なんだから。あなた、お、名前は、ひなた。ひゅうがひなたです。ひなたさん、あなたもいい名前で、す、しかも美しく、心も優しい。どうぞ僕と仲良くしてください。 よろしく。いや、だから何なんだよ、こいつ。 Oh, da hat sich jemand in Hinata verliebt. Oh nein, weh, ich muss seine Stimme irgendwie... Omae wa dame da na. Nani ka mukatsuku. Namae ga niteru shi. Sugata mo niseyagatte. Dakara, sore wa temee ga mane shitan da. Omae wa... Baka Naruto de juben da, baka. Dame da yo, Mecha Naruto-kun. Hito o baka ni suru no wa, chanto namae de yobanaito. Hai, wakarimashita. Baka Naruto to wa yobimasen. Koro koro to, kawarimi wa hayai na, koitsu. Sore de, Mecha Naruto-kun wa nani mono na no? 僕ですか。僕は、ある博士に作られたロボットです。自分で物事を考え、歩いたり、走ったり、できます。さらに、計算も、手品も、精神入れ替えも、有事の際には、戦闘もできるんですよ。それから、それから、 ん?ん?思い出せません。他にも色々あった気が、するのに、これ以上のことは、まったく。あれ、なんで?記憶喪失なのかな?なんだ? 見てください。俺は、僕の中ある、新章石というものなのですが、これが欠けているせいで、記憶が失われているのです。新章石?石がなければ、その分の記憶もなくなります。ふーん。ってなんだ。人ごとだな。いや、別にそうは思ってないけど。新章石、どこかで。あ、そういえば今度の大会、副賞の中に新章石があったはずだよ。確かこの島で見つかった貴重な宝石だって書いてあったはず。それです。 それが戻ってくれば、僕の記憶も戻るはずです。くーん、ってなんだ。やっぱり人ごとに思ってるんだな。いや、別に思ってねえって。じゃあ、俺の記憶をどうにかしろよ。俺がかよ。自分でやれよ。糸でなし。 だ、うん、大体てめえが喧嘩越しだからこっちも。あの、だったら舞踏祭一緒に出る？優勝できるかは分からないけど、でも大会に出ないと新章石は手に入らないんだし。はい、ひなたさん、一緒に頑張りましょう。 ひなたと一緒ってことは、こいつとも組むってことかよ。ナルト君、勝手に決めてごめん。うん、いいよ。こうまでやるしかねえだろ。仕方ないな。
お前とも組んでやるか。この野郎。さあ、大会優勝に向けて出発だ。ついて。お前が仕切るのかよ。そういえば、結局メカナルト君がナルト君に似ている理由って分からなかったね。うん、確かに。あいつ何者だ？お、このは。Nein. Oh, also das ist das Dorf, in dem Fräulein Hinata lebt. Wir sollten jetzt einen Zahn zulegen und uns auf das Turnier vorbereiten. Auf geht's, Hinata. Ja. Meine Stimme versagt. Was? Was war das denn? Kein blassen Schimmer. Das war doch kein Mensch, oder? Nein,